Hallo und willkommen in einer neuen Folge von Mount & Blade Warband. In der letzten Folge hatten wir den Spaß, dass wir dem Graf Reich gefolgt sind zu einem Feldzug und er hat sich wenigstens dazu entschlossen, dieses kleine Dorf anzugreifen mit einer Verteidigungsarmee, also einer Armee, die ihn verteidigt von ca. 450 Mann. Wir werden jetzt aber auch nicht von seiner Seite weichen, aus dem einfachen Grund, vielleicht kommt er ja mal auf die Idee, auch eine Burg anzugreifen oder sowas, und dann wollen wir mit als erstes dabei sein. Wir könnten natürlich versuchen, uns alleine gegen eine Burg, durchzusetzen. Wird vielleicht nicht so einfach. Hatten wir ja schon mal erfolgreich gemacht, sind dann allerdings abgestraft worden mit ein bisschen Geld und dann hieß es, nein, das Ganze geht an einen anderen, nicht an euch. Die Burg brauchen wir woanders. Also haben wir auch auf eine Verteidigung verzichtet. Die Burg fiel wieder an den Feind. Danach hat unsere Armee und der Graf Reich die Burg wieder eingenommen. Und sie wurde trotzdem an irgendeinen anderen verteilt und nicht an uns, was zu erwarten war, da wir bei der Wiedereroberung bei der letzten nicht mitgemacht haben. Diesmal wollen wir aber etwas vom Kuchen abhaben. Er ist zufrieden, er ist satt, er reitet davon. Oh, das ist gut. Da wird schon wieder geprügelt. Irim scheint momentan begehrtes Pflaster zu sein. Deshalb werden wir uns das Ganze jetzt mal aus der Nähe anschauen und mit Adleraugen beobachten, wer wann die Burg hat. Am besten mit hochmotivierten und ausgebildeten Leuten. So, mehr können wir erstmal nicht machen. Ich möchte noch mal wissen, wer mit wie vielen Leuten gegen wen kämpft. Okay. Das Emirat wird auf jeden Fall gewinnen gegen die 36, na 24 noch Kämpfenden des Swadischen Reiches. Die Frage ist halt nur, wie viel sie jetzt dann in der Burg drin lassen werden. Weil vielleicht schaffe ich es dann, den Sultanat die Burg abzuluxen. Ah, 100 Mann. Na gut. Wir waren vorbereitet drauf. Wir haben uns wahrscheinlich gesehen, haben gedacht, nein, so wenig können wir nicht drin lassen. Packen wir mal eine ordentliche Menge rein. Na gut. Na, es sind 160. Auch wenn wir mit den Nord keinen Streit mehr haben, man kann ja mal bei den Burgen vorbeischauen. Vielleicht lohnt es sich da auch mal ein Schnippchen zu schlagen. Gut, bei 172 mit Sicherheit nicht, aber Keldredan war ja auch ein Zankapfel, bei dem es sich vielleicht lohnen könnte. Ja, der Jarl, der ist auch schon auf der Lauer. Sollten wir was Falsches machen, greift er ein. Muss ich doch mal eine Gelegenheit bieten. 78, was hat er für Truppen? Huskale hat er, paar drin. Wenige Rekruten, paar Scharmützler. Veteranenbogenschützen, Bogenschützen und Nordveteranen. Die sind das Schwierigste. Die 22 Nordveteranen. Wegen der hohen Zahl und des hohen Kampfgeschicks, sage ich jetzt mal, sind diese die Herausforderung, die es zu bezwingen gilt. Ah. Nee, das würden wir nicht schaffen. Ich bezweifle, dass wir das schaffen könnten. Deshalb lasse ich das. Suchen wir uns einfach mal bei Uxkal noch einen von den swadischen Grafen heraus.
Und mit etwas Glück können wir uns dann wenigstens das ein oder andere Scharmützel anschauen. Und mit noch etwas mehr Glück das ein oder andere Scharmützel mitmachen. Also hier ist auch nicht so viel los. Unsere Grafen plündern von Swadien die Dörfer. Aber ansonsten, badische Generäle sieht man weniger. Sie werden wahrscheinlich gebunden sein im Kampf gegen das Sultanat. Ja, oder da reiten sie. Ein Nachzügler. Aber der ist stark. Den lassen wir weg. Der darf ruhig nachzügeln. Da kommt noch der König von denen, ja, richtig. Gehe mal davon aus, dass die alle auf dem Weg sind, Dirim wieder zurückzuerobern. Ja, hoffentlich machen die das. Dann könnten wir später wieder bei Dirim vorbeischauen. Und vielleicht sogar, halt nicht rein, vielleicht sogar die Stadt mit einem gelungenen Streich erobern. Ja, der König, der ist ein bisschen abgelenkt. Der wird sich jetzt hier um die Verteidigung von Suno kümmern. Er auch. Die Frage ist jetzt, wo ist dieser Drei-Generäle-Trupp hin? Ist er jetzt aber zur Belagerung von Dirim auf dem Weg oder will er nur hier das Dörfchen plündern oder hat er ganz abgedreht und ist nirgendwo verschwunden? Wie auch immer, wir könnten einen kleinen Kampf gebrauchen. Der hat zwar recht gute Truppen, ja, Waffenknechte 8 Stück, Infanterist 4 Stück, Ritter 2, also der ist relativ beritten unterwegs, aber 27 Scharmützler, das ist nicht so stark. Unsere Leute sind top ausgebildet, zumindest was wir jetzt ohne weiteres erreichen können. Und deshalb versuchen wir ihn jetzt einzufangen. Und da wir viel schneller sind als er, werden wir ihn noch rechtzeitig fangen, bevor es auch dunkel wird und so. Genau, da haben wir ihn schon. Und jetzt werden wir uns mit ihm beiden. Er war gut Freund mit uns. Aber das können wir ihm so nicht durchgehen lassen. Also. Erstmal Stopp, Jungs. Nicht so weit vorreiten. So, hier hin. Die Infanterie in die erste Reihe. Dicht zusammenstehen. Kavallerie in die erste Reihe. Über diesen Hügel werden sie kommen müssen. Ich gehe sie mal ärgern. Derzeit können sich unsere Truppen aufstellen. Er will gar nicht angreifen. Das ist schon schlecht. Gut, er weiß, er hat weniger Leute. Und er hat sehr viele Mützler, die halt Fernkämpfe machen können, aber nicht sehr kampfeffektiv sind. Diese Armbrüste, die machen schon viel Schaden.
Vor allem, wenn sie gegen uns eingesetzt werden, das ist immer... Wir sind eigentlich ständig beschussanfällig. Was war das denn? So, dann machen wir mal einen kurzen Ritt, geradlinig vor den Truppen vorbei. So, zum Ärgern. Es muckst sich keiner. Wir könnten natürlich jetzt hier die Reiterei und Sattel schießen. Wählen wir auch mal. Vielleicht erwischen wir gerade dann den General oder so. Ja, das ist nicht der General. Das dürfte der Ritter sein. Wenn er jetzt Fußvolk wird, nutzt ihm sein Speer auch nicht mehr viel. Sind nicht motiviert zu kämpfen. Ja, wenn ich ihm jetzt einen Ritter ausschalte, nach der leichten Armbrust, die dauert echt lang mit dem Töten. So, das war ein Waffenknecht. Wenn man die Erfahrungspunkte richtig liest. Es ist wirklich eher eine Mauer. Keine Bewegung, nichts. Fernkämpfer von denen haben auch keine Lust. So, er jetzt schon. Er wurde ja auch getroffen. Wehrt er sich, aber ansonsten. Jetzt hätten die den Befehl Feuer nicht erwidern. Also, oder gerade noch Feuer erwidern. Sobald der General weg wäre, würden sie alle auf meine Leute losstimmen. Das will ich ja so auch nicht. Oh. Sie sind nicht zum Kampf motiviert. So, wenn ich sie jetzt alle noch ein bisschen zum Schießen überreden könnte, aber das machen sie auch nicht. Dann nein. Vielleicht können wir den. Den Ritter dazu kriegen, dass er sich mit uns anlegt. Nur mal so zum Versuch, vielleicht. Mag er dann auch mal mit uns kämpfen? Ja, endlich. Sie kommen dann doch. So, jetzt kann ich sie quasi hinter mir herschleifen. Wie so ein Rattenschwanz. Und mal so ein bisschen diagonal vor meinen Kriegern herscheuchen. Wow, was hat er mit meinem Pferd gemacht? So, jetzt verstecke ich mich dann doch mal. Machen echt viel Schaden. Ne?
So. Kavallerie sofort in den Angriff. Ich brauche ein bisschen Unterstützung hier draußen. Mit den Scharmützlern und dem Fußvolk. Das sind viele. Und ich bin schon recht angeschlagen. Oh, den hole ich mir. Ah, es ist wirklich verhext. Ist ja wichtig, den letzten Schlag zu haben, um die Erfahrungspunkte zu kriegen, aber irgendwie treffe ich nur auf gesunde, hochmotivierte junge Kerle, die noch keinen Schlag abgekriegt haben, und deshalb reicht unser Angriff nicht, wenn wir auf die zureiten und mit unserem Stab zustoßen. Tja, und da war der Kampf schon vorbei. Wir haben also nicht viel selber bewirken können. Und nur einen swadischen Armbrustschützen verloren. Also, ich sag mal, das war schon relativ erfolgreich. Ich nehme den Meisterbogenschützen dafür als Ersatz. Das heißt, ich brauche keine neuen Soldaten. Kann mit denen, die ich habe, weiterarbeiten. Kann sie ein bisschen verbessern. 6 Ritter, das ist schon ordentlich. Die können schon was erreichen, wenn sie zuhauen. Macht Spaß. Und wie ich sehe, wurde es auch Zeit, dass wir wieder was erreichen. Unsere ganzen Nahrungsmittel sind schon weg. Ja, wir haben noch dieses Samt dabei. Na gut. So, sehr schön. Ein bisschen Gold noch dazu. Des Weiteren sind jetzt unsere Truppen motiviert. Schließlich haben wir gerade einen Sieg davon getragen. Sie haben immer noch ausreichend zu essen. Und die Vielfalt ist nicht ganz so wenig. Schließlich haben sie Körner oder Brot oder Körner oder Brot. Also keinen Grund, sich zu beschweren. Aber sie belagern nicht Dirim. Das ist blöd. Hätte mich nämlich gefreut, wenn sie Dirim belagern würden. Okay, Graf Greinwald. Schnell mal kurz über die Truppen schauen. 12 Ritter, 11 Sergeants, 23 Waffenknechte. Kein Gegner für uns. Der ist zu stark. Da werden wir uns mit jemand anders anlegen müssen. Ich finde aber schon ein bisschen traurig, dass wir es nicht mehr schaffen, hier irgendwelche Generäle gefangen zu nehmen. Die können alle gar immer fliehen. Sind unsere Truppen so unaufmerksam. Das wird überfallen. Das heißt, das ist einer von unseren Truppen. Okay, dem werden wir helfen. Der ist so schwach, der braucht Hilfe. Und nur 32 Mann. Ja, das... Der wird wahrscheinlich mit der kleinsten Truppe von den Swadien wird er dann davon gejagt. Wenn wir nicht so parat stehen, um ihm Schutz zu bieten. Aber er lässt sich Zeit mit dem Plündern. Hat es echt nicht einig. Ja, kommt keiner. Na los, schneller. Ich will nicht hier. Ja. Ah gut, das ist einer von uns.
Er greift Banditen an. Dieser Narr. Ach, war schon fertig, als wir dann anrücken wollten. Geplündert, das ist auch geklappt. Alles klar. Sehr schön. Die reiten jetzt zurück. Wissen die etwas, was ich nicht weiß? Gut, Belagerungen stehen uns keine bevor. In der Gegend ist, wahrscheinlich wollen sie erstmal die Schätze nach Hause tragen. Gut. Dirim? Ah ja, Dirim wurde ja zurückerobert, aber das ist nicht unbedingt viel. 100 Dinaris in der Woche. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt mit dem Wein. Enttäuschend. Ich dachte, bei einem 200er Verkaufswert und einem 60er, nee, 70er Einkaufswert wären die Produktionskosten nicht so hoch, aber irgendwie... Irgendwie läuft's nicht. Gucken wir mal schnell, ob wir unsere Truppen ein bisschen aufwerten können. Schließlich möchte ich ja irgendwann auch etwas erreichen können. Das Dorf ist geplündert, das ist geplündert. Irim hat über 100 Verteidiger, das ist immer schlecht. Ich glaube, wir holen uns einfach den neuen Feind. Wir probieren mal Kelredan anzugreifen und aus Kelredan eine weitere Provinz, genauso aus Chile, die das Dorf, das an Kelderan dranhängt. Das wollen wir dann auch dann miterobern. Das wird wahrscheinlich auf jeden Fall im anderen Jahr zugeordnet, also Grafen. Und hier, das versuche ich mal. Versuche ich nicht. Wir brauchen ja mindestens 3 Tage, eher 4 Tage, um die Belagerung aufrechtzuerhalten. Bedeutet, wir würden gar nicht genug Essen haben. Und wir können hier ein Dorf retten. Das machen wir doch. So als Retter in der Not. Das heißt, im Zweifelsfall können wir auch dann hier Rekruten einsammeln, wenn der Feind Herr über die Stadt ist, weil sie uns so mögen. Ach ja, ich habe ja gerade eben die Waffe gewechselt und dann nicht mehr zurückgewechselt. Yay! Das war jetzt nicht von uns alleine, der wurde wahrscheinlich vorher schon angeschossen. Sonst hätte ich ihn nie mit einem Schlag niedergeboxt. Auch nicht mit diesem Angriff und so weiter. Also mit dem Anreiten. Das macht immer noch nicht genug Schaden. Aber zumindest... Jawohl, 2 niedergemacht. Ca. 160 Erfahrungspunkte und jetzt 70, weil man kriegt ja 88 für die, also 176 Erfahrungspunkte. Langsam aber sicher. Oh, Karawanenmeister, der ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Nähern wir uns der nächsten Stufe. Hier können wir auch gleich den Verlust ausgleichen. Und ein bisschen von dem Kram hier loswerden. Halt das nicht. Das können sie sich nicht leisten.
Sehr schön, den ganzen Mumpitz losgeworden. Ansehen 7 bei der Stadt, also beim Dorf. Wir konnten einen Käse kaufen. Dann schauen wir mal, was Burglen noch hat. Jetzt müssen wir nämlich allmählich wieder Nahrungsmittel einkaufen und aufstocken, weil ihr gerade gesehen habt, unsere ganzen Reserven sind aufgebraucht. Ich muss jetzt wirklich bis ins eigene Reich zurückreiten, um ein bisschen Nahrungsmittel einzusammeln, weil alle Dörfer um uns herum von den Truppen schon geplündert wurden. Ist das euer Ernst? Gut, werden wir machen. Bleibt uns auch nichts anderes übrig. Wir hatten ja schon mal dieses Ärgernis gehabt, dass wir nicht genug zu essen hatten. Und prompt sind auch die ein oder anderen Truppenmitglieder desertiert. Wollen wir für die Zukunft vermeiden. So, noch ein paar Ritter. Ein bisschen Infanterie. Die Sergeants sind die beste Infanterie, die aus swadischen Truppen gewonnen werden können. Aber bei weitem nicht so gut wie die Huskale, auch von den Jarl. Also, da die Truppen der Nord eigentlich keine Reitertruppen sind, müssen sie woanders stark sein und deshalb haben sie die besten Infanteristen, die es je gibt. Die machen dann richtig Spaß, wenn sie mal funktionieren. Aber bis sie funktionieren, also bis sie halt wirklich Huskale sind und so weiter, das dauert eigentlich auch immer ziemlich lange. Und es ist dann auch immer ein recht tragischer Moment, wenn einer von diesen Huskalen tatsächlich sein Leben lässt. Naja. Plündertes Dorf, hier sind noch ein paar Bauern. Wir reiten nach Yalkala, um uns neue Nahrungsmittel zu holen. Und ich hoffe, dass wir demnächst auch mal eine Gelegenheit kriegen, wieder den ein oder anderen Grafen von Swadien einzufangen. Und ihn dann halt eben unterstützend, also zu unseren Unterstützern und Gönnern machen können, indem wir ihn wieder freilassen. Yay! Ist so richtig viel von dieser Samt- und Seide-Aktion. Aber mit Nahrungsmitteln sieht es nicht ganz so dicke aus. Zumindest haben wir eine bunte Mischung einkaufen können. Das macht dann auch schon wieder was aus, weil die Leute dann motivierter sind. So, und wir haben ein Turnier. Und ihr wisst, Turnieren kann ich nicht widerstehen. Auch wenn ich nicht wirklich gut drin bin. Es ist aber auch nur eine Profikämpferin dabei. Das heißt, wir haben potenziell sogar eine Chance. Sehr gut. Schön zusammenbleiben, Freunde. So, weiter geht's. Ja, du musst den Reiter auch rauslassen. Sehr schön. Lanze runter. Neu anreiten, Lanze runter und leihen wir mal das Pferd hier. So, das war das. Wo ist noch einer? Na gut. Den Treffer eingesteckt, aber dafür einem Kollegen die Möglichkeit, geschaffen, ihn den Feind zu besiegen. So,
mit dem Lanzenstechen, das haben wir so allmählich raus. Jetzt wird's kritisch, das ist ein zu dicker Haufen. So, das macht Freude, das macht Spaß. Und dich, Armbrustschützen, nee, Bogenschützen, können wir zur Not noch niederreiten. Aber so gewinnt man auch. Komm mit, los, verfolg mich. Ja, das müssen wir üben. Auf ihn zureiten und dann treffen. Ja, er war geschickt. Das hat er abgewehrt. Holen wir mal ein bisschen Anlauf. Dann können wir besser anvisieren. Und ach, Deshavi war das. Na gut. Wir haben Deshavi aus dem Rennen gekickt vielleicht. Nein, sie ist als einzigste noch da von unseren Mitstreitern. Und jetzt haben wir drei Leute gegen uns. Einmal Reiterei. Und ein Armbrustschützen mit Schwert. Und ein Zweihandkämpfer. Und unsere Truppen sind alle schon zu Boden gegangen. Nee. Immer das Problem, wenn man hier den Reiter im Nacken hat, man kann nicht frei auf die Fußtruppen losreiten und sie... Autsch. Na gut, schade. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich nicht sehr gut darin bin. Dann wäre es das auch von hier gewesen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.